Also gestern haben Sie ja sehr geistesgegenwärtig gehandelt. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Also wie der Einsatz kam, Brand ist natürlich erst einmal die oberste Priorität hinzukommen, schnellstmöglich, ohne jemanden zu gefährden und dann halt die Lage zu sondieren und schauen, was zu machen ist. Wie wir angekommen sind, der Kollege und ich, habe ich schon die Frau gesehen, die im Fenster stand, mit dem Kind auf dem Arm. Und dann war natürlich das Erste, dass wir die Frau da irgendwie wegbringen müssen, weil ja die Freiwillige Feuerwehr auch eine gewisse Zeit braucht, bis er da ist. Und dann war die Überlegung erst einmal, wo kriege ich eine Leiter her? Das war natürlich unmöglich, weil das waren ungefähr 4,50 Meter Höhe geschätzt. Und in dem Moment fährt der LKW um die Ecke, also der ist die Königstraße runtergefahren und ist nach links in die Bergstraße eingebogen. Ich bin dann dem LKW hinterhergerannt, habe ihm auf der Beifahrerseite ans Fenster geklopft, der hat angehalten. Ich habe ihm gebeten, rückwärts an das Haus hinzufahren, damit wir die Frau da retten können und das Kind. Das hat dann der Herr Reus halt ganz schnell gemacht, ist zurückgefahren. Ich bin derweil hochgeklettert und dann hat die Frau mir das Kind übergeben, ist selber aus der Wohnung rausgeklettert und dann ist der LKW vom Haus weggefahren. Das heißt, die Frau ist auch mit auf den LKW gesprungen? Sie ist rausgeklettert. Also da war die Möglichkeit, dass sie rausklettert und ist dann selbstständig aus der Wohnung raus. Was denken Sie denn, was passiert wäre, hätten Sie diese Aktion nicht gestartet? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Wie die Frau dann auf dem LKW war und wir weggefahren sind, ist die Rauchentwicklung immer steiger geworden. Also die hätten dann natürlich diesen giftigen Rauch eingeatmet. Aber wie das dann ausgegangen wäre, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, das kann ich natürlich nicht sagen. Wie lange sind Sie denn schon bei der Polizei dabei und hatten Sie schon öfters solche Einsätze? Also ich bin jetzt seit 2004 bei der Polizei, da bin ich eingestellt worden. Und bis jetzt war das der aufregendste Einsatz, den ich bis jetzt erlebt habe. Das heißt, Sie haben nie was Vergleichbares erlebt, haben wir ganz aus dem Bauch raus gehandelt? Also sowas habe ich noch nie erlebt und es war einfach intuitiv und da ich selber Vater von zwei Kindern bin, war natürlich das oberste Priorität, die Frau und das Kind zu retten. Okay, und wie gehen Sie jetzt mit dem Medieninteresse um danach? Ja, also der Hype ist ja riesengroß, vor allem in den Social Media ist ja überragend, was da los ist. Ich sehe das als ein bisschen gelassen, das ist mein Job, ich bin Polizist, die Leute erwarten das von einem Polizisten, dass er das macht. Und man darf den LKW-Fahrer nicht vergessen, der hat tatkräftig mitgeholfen und ja. Okay, danke. Ja.